Aha. So, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich bin noch nie so in Kfz gefahren. Ja, das ist mein Elektroauto. Ja, noch nicht mal Automatik gefahren. Ja, hallo Leute. Heute ist mein Kumpel Jens da und wir sind gerade eine Runde Cabrio gefahren. Er fährt nämlich ein Audi A5 Cabrio Diesel mit 2 Liter und 177 PS Quattro. Und im Gegenzug lasse ich ihn jetzt mal mit dem Ioniq fahren. Und er hat vorher noch nie ein Elektroauto gefahren und ich bin mal gespannt auf seine Reaktion. Aha. So. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich bin noch nie so in Kfz gefahren. Ja, das ist mein Elektroauto. Ja, noch nicht mal Automatik gefahren. Das Füßchen lässt du links liegen, das linke, ja, auf der Ablage. Und gar nicht erst versuchen, damit zu bremsen. Okay. Das geht in die Hose. Gut, das ist Bremse, ne? Drückst auf die Bremse und dann machst du an. Aha. So, jetzt machst du Rückwärtsgang. Der da wie geht. So, ja. Dann hast du Gamma. Krass. Wo ist die Handbremse? Brauchst du nicht. Brauch ich nicht? Nee. Wenn das er jetzt gleich nach vorne rollt? Nee, nee. Mach mal Auto-Hold an. Was ist das? Dass der automatisch am Berg hält und so. Jetzt mach ich erstmal den Eco-Mode, damit du nicht überfordert bist. Aha. Nee, Quatsch. So, und jetzt Divi 3. Ja. Fahren Sie vorsichtig. Ja, aber es hat was. Das ist ja über dem Parkplatz. Ja. Fahr am besten auch mal, wo wir eben gefahren sind. Kennst du das Auto? Ich hab's schon mal gesehen. Was war das? Du kannst den Sound noch ausschalten. Fest, drück mal da auf Fest. Wo ist Fest? Da. Dann ist das Motorengeräusch aus. Das künstlich erzeugte. Und was eben geklackt hat, das waren die Tür zum Verschließen. Autoblock. Da kommt ja nichts. Rein. Ja, warte, der Junge. Jetzt treten wir auf den Pin. Wir sind im Ort. Alter Schwede. Okay. Am besten hältst du hinter dem Ortsschild mal ein bisschen an. Ja. Und beschleunigst mal. Damit wir es nochmal neu generieren können. So, hier jetzt mal an. Also alleine, dass du schon mal nichts hörst, ist ja da. Ja. So, jetzt trittst du mal voll drauf. Sauber. Der hört nicht auf zu beschleunigen. Nee. Alter Schwede. Das ist, ja. So top, ne? Ja. Was war das? Das war, weil du über die weiße Linie fährst. Ja, ist eine Landstraße, ne? Jedes Mal, wenn du bremst, wird die Batterie ein bisschen geladen. Rückgewinnung sozusagen. Ja. Du kannst auch mit den Paddeln steuern. Das möchte ich nicht. Das ist mir erstmal alles. Nein, ich meine, dass die Bremse, dass du nicht auf die Bremse treten musst. Wenn du mal links an den Paddel ziehst. Ja, warte. Ja, du musst zieh mehr dran. Ja, ich bremst du selber was. Ja. Jetzt hier machst du es wieder weg. Ah, ja. Da siehst du die Stufen. Kannst du auf Null stellen, dann segelt der. Okay. Gut, ist ein bisschen, muss sich dran gewöhnen, ne? Aber an sich top. Die Sonne zu
drauf? Das Gefühl hätte, man würde erstmal hier irgendwie in so ein Leistungsloch fallen oder so, ne? Mhm. Geht voran. Kann ich ganz und gar nicht. Ich brauche gar nicht zu wollen. Das Schlimme ist, dass du. Das Schlimme weiß ich nicht, aber du baust ja erstmal ein völlig neues Verhältnis zur Geschwindigkeit auf, weil du keinen Lärm dazu hast. Ja. Und der Wagen hat nur 120 PS. Respekt. Respekt. Also da gibt es ja noch gar nichts zu meckern. Ja, jetzt stell dir mal einen Tesla vor mit 470 PS. Ja, das ist schon gut, also. Und es ist auch nicht irgendwie, dass du das Gefühl hast, du bist in so einer Hasenkiste unterwegs. Das ist gut. Das ist echt gut. Also kann man nur jedem empfehlen, der das nötige Kleingeld hat. Und unterm Strich ist es ja, so viel Kleingeld brauchst du ja auch nicht. Wenn das mit einem anderen Auto vergleichst, was die Ausstattung hat. Ja. Achso, und jetzt wird wieder, jetzt wenn ich einfach Gas loslasse, wird schon ein bisschen Energie erzeugt? Ja, jetzt nicht, jetzt segelt der, und wenn du jetzt mal in der anderen ziehst, dann kannst du mehr erzeugen. Und wenn ich bremse sowieso? Also wenn du bremst sowieso. Okay. Ja, Memory-Sitzer ist da auch, 1 und 2. Mhm. Sitzlüftung auch, kann ich mal anmachen. Dann machst du gleich Eiergebläse. Ja, sehr, sehr fein. Ich fahre jetzt aber hier rein. Ja. Nicht über das Kommando. Wir könnten auch die Sitzbelüftung wieder aus tun. Machen oben ist Sitzheizung. Ne? Lenkradheizung ist da auch noch. Hinten hast du Sitzheizung. Hinten auch? Ja. Respekt. Schiebedach. Ich habe Kabel gerissen. Ja. Schön. Was ist das denn? Ist auch cool. 560 SE. Hm. Absaufen kann er ja nicht, ne? Nee. So, dann musst du nur ausdrücken, dann zieht er auch die Bremse an. Und? Toll. Wirklich toll. Und auch gar nicht so schrammelig verarbeitet, ne? Nee. Also. Ist ganz gut verarbeitet. Müsste, genau. Einmal kurz gedrückt und dann geht's auf. Nein. Ja, das ist auch eine feine Sache, finde ich. Kannst du noch ein Stück ziehen, dann geht's noch weiter. Hm. Wegen dem. Kannst loslassen und dann geht's zu. Wo ist der gebaut? Hm? Wo ist der gebaut? Wie? Nordkorea. Nordkorea. Südkorea. 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 Bis dahin war es, glaube ich, ganz lustig. Ist ein Koreaner, Hyundai. Ja, aber ist. Wer ist denn das designed in Deutschland? Ist das Kia oder ist das Hyundai? Kia, glaube ich. Kia. Wie sehen noch für Schnicke-Dönschen? Ja, hier hast du halt noch Zeug. Und so ohne kleines Ablagefach, ne? Und eine Dose noch für USB da. Ja. Und das sind die verschiedenen Karten, die du brauchst für die Stromtankstelle. Ja, das ist eigentlich die hauptsächlich, und das ist eine Notfallkarte. Okay. So, und dann hast du hier zweimal 180 Watt, glaube ich, mit einem USB-Adapter reingemacht. Hier kannst du das Handy laden, induktiv. Ja. Hier reinlegen, dann lädt das. Das ist einfach nur eine Handauflage hier. Ja, das hat nichts weiter. So, hier. Wofür brauchen wir es? Lass mich schon mal im Motorraum gucken. Ja, genau. Warte mal. Und das ist nicht der Motor. Das Hochvoltsystem. Der Motor, der sitzt unten an der Vorderachse da. Das Ding. Das ist der Motor. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Und das ist die Kühlung für. Hochvoltsystem und für den Motor. Okay.
Also du hast ja jetzt keine großen... Also bei Wartungsgeschichten müssen ja keine Flüssigkeiten ausgetauscht werden. Ne? Nee. Gibt ja nichts eigentlich. Das ist Servolenkung oder? Nee, das ist Bremse. Bremse? Servolenkung gibt es ja so gar nicht mehr wahrscheinlich, ne? Doch, elektrisch. Ja, aber ohne Flüssigkeit. Ja, wirklich sehr, sehr... 12 Volt Batterie braucht er trotzdem. Ja. Für Radio und Licht und so. Mhm. LED. Wirkt auch recht leicht, aber die ist bei den bei allen so leicht wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Also das reicht ja wohl. Ne? Ja. Da wird ein Ladebuch. Mhm. Ja gut, da hast du jetzt aber nicht mehr viel Platz, oder könntest du dahinter noch irgendwas da machen? Ist noch ein bisschen Platz dahinter. Sieh hier. Ah ja, da habe ich noch. Ja, okay, okay. Hier ist der Strom. Boah, hier ist auch beleuchtet. Okay. Das kannst du für Wechselstrom. Ja. Da machst du quasi den Adapter rein für auch die Haushaltssteckdose. Ja. Und so Wechselstromladesäulen, diese kleinen Bürgermeister-Ladesäulen. Und das ganze Ding ist ein Kombistecker für Gleichstrom. Da hast also du dann Schnellladung. Ja, also. Dann hast du so einen dicken Stecker. Mhm. Ja, gut, macht ja Sinn, dass der dann alleine rausgeht. Ja, schön. Findest du gut? Ja, finde ich cool.